Tags, also diesen Ketten oder Halsbändern. Naja, das ist ein Halsband und das ist eher so ein Anhänger fürs Halsband tragen. Okay. Jetzt haben wir hier einen Ring, haben wir. Fokus 13 oder Level 6. Ich glaube, dann würden wir lieber mit Level 6 gehen. Als mit extra Punkten im Fokus. Ja, ja. Wir sind einfach viel zu nett für die Leute. Was haben wir hier? Ein Warmaker. Oh, der hält einiges aus. Die Heilung momentan ist noch nicht so hoch und so stark. Aber damit können wir leben. Was haben wir hier sonst noch alles? Redlands. Viele, viele Redlands. Okay, hier wird es zur Quest weitergehen. Wir wollen aber zuerst noch hier das Gebiet ein bisschen abschließen. Ah, habt ihr das gesehen? Das war auch recht praktisch. Wenn man quasi den Char nicht sieht, dann sieht man ihn trotzdem. Das ist eine durchsichtige Knochenfigur. Und, oder besser gesagt, die Umrisse sieht man. Und die Gegner sieht man auch. Und die sind rot dann. Das soll quasi die Nachteile, ja, zunichte machen, die man kriegt, indem man... Also die Nachteile der fixen Kamera quasi aus dem Weg schaffen. Genau. So. Rocks, da ist nichts drin. Das ist eine kleine Ratte. Wow. Also ich glaube, ab dem ersten richtigen Dungeon wird es dann härter werden. Momentan ist es noch sehr leicht. Also... Wir haben nicht wirklich Probleme hier. Wir haben nicht wirklich Probleme mit dem Ganzen. Jetzt müssen wir wieder hier den ganzen Weg gehen. Dadurch, dass wir ein bisschen paranoid waren und dachten, das Spiel, das wird uns direkt irgendwie dorthin schicken. Von daher, wir müssen alles rundherum noch erforschen. Ja. Mal schauen, was es hier dann gibt. Loading Screen. Okay, und das sieht wie die erste Stadt aus. Ja, wir können auch fischen. Aber wir müssen warten, bis dieser äußere Ring bei der Mitte ist. Und dann können wir quasi was rausholen. Ein Tunnelshark, okay. Das war, glaube ich, zu früh. Ja. Wir müssen wirklich warten. Okay. Warsnort. Komm. Wieder ein Tunnelshark. Es können auch Schätze und so gefischt werden. Von daher, man sollte wirklich immer fischen. Und diese Items, die kann man auch verwenden, um sein Pet zu buffen. Das Pet, das kriegt dann verschiedene... Also, es verwandelt sich erstens und zweitens, es kriegt dann verschiedene Extra-Fähigkeiten. Shift-Click. Mal schauen. Geht das? Ja, gut. Und alles, was wir nicht brauchen, können wir quasi dem Pet geben und das kann es dann entweder verkaufen oder, ja, behalten. Ist das ein Zwergenschwert? Ich will nicht. Nein. 31, 25. Statt den Dingern, ja. Okay, und verschiedene Waffentypen haben auch verschiedene Zusätze, wie man hier schön sehen konnte. Das sind zwei Sachen, die wir benutzen können zum Sockeln. Wollen wir alles noch aufheben. Wir sehen irgendwie lustig aus. Wir haben eine Mütze gekriegt. Wenn wir Ice Armor kriegen und Fire Armor, okay. Denn, wie ihr sehen könnt, Resistenzen sind auch einigermaßen wichtig in dem Spiel. Aber sonst war es das, glaube ich. Ja. Okay. Mal gucken. Hier reden wir mal mit den NPCs. Okay, hier können wir rüber, das ist schön. Aha. Ah, hier können wir quasi die Skillpunkte wieder zurückholen. Ah, und nur die letzten drei, die man vergeben hat. Das heißt, ich könnte das jetzt alles aufheben quasi. Wenn ich mit dem Shadow Burst nicht zufrieden wäre. Ich denke mal, dass wir mit ihm zufrieden sind.
Level 7 können wir erst immer die zweiten aus dem jeweiligen Baum nehmen. Wobei hier unten sind wahrscheinlich, ja, da sind die Passivs. Das heißt, wir können auch ein Passiv nehmen. Okay, das ist interessant. Ja, sonst sind wir mit dem Viscerate zufrieden? Ich denke mal schon. Es gibt noch einen Frostatem und so, Stormclaw. Shellburst ist eigentlich nett, wegen diesem HP-Zurückkrieg-Dingens. Und der Viscerate ist eigentlich auch nicht zu schlecht. Weil die Gegner, die bluten. Ich glaube, ich lasse es einfach mal. Was haben wir sonst hier? Da können wir dann Tränke und sowas kaufen. Und hier haben wir dann auch noch das Pet-Inventar. Wo wir sagen können, dass wir alles verkaufen. Oh, okay, er verkauft auch die Fische. Das ist schlecht. Also halten wir die Fische dann lieber doch bei uns. Okay. I thank you for your warning, but it has arrived too late. This alchemist has already come and gone, and it was all I could do to prevent him from entering the enclave. As it was, many Astarians were injured, and since the confrontation, several more have become ill. We are not sure what is causing it. After his assault failed here, the alchemist carried on southward toward the temple steps. Commander Vale and her vanquishers arrived a short while later and pursued him, hoping to prevent further damage. Okay, irgendwie das Schwert, das können wir noch nicht tragen. Es hat den meisten Schaden, glaube ich. Wobei, das Ding, das hat Sockelplätze. 2% Crit Hit. Und die Axt, die können wir jetzt sofort tragen. Sehr komisch. Sehr, sehr interessant, die Wahl, die wir quasi hier haben. Ich würde aber, denke ich mal, mit der Axt gehen. Commander Vale believes that the Alchemist might attack the Wellspring Temple in an attempt to reach the Guardian of Water. What nefarious purpose I am afraid to speculate. There has been no word from either Vale or the Guardian. Scout the Wellspring Temple and determine if the Guardian... Okay. Wir dürfen den Wächter des Wassers irgendwie befreien. Beziehungsweise nachsehen, ob bei ihm eh alles in Ordnung ist. 45, 31. Sehr schön. Jetzt kann das Pet nehmen. So. Warte mal. Achso, das kann man kaufen, ja. Ah. So viel Kohle haben wir nicht. Ah, das Ding, das steigt auch vom Level auf, okay. Nur leider kriegen wir keine Schanzzahlen da. Ah, okay, deswegen haben wir die ganze Zeit gecrittet wegen dem Rage. Sehr schön. Ah, und da haben wir auch noch was. Okay, wenn wir dorthin gehen, dann sollen wir sicherlich irgendwas für ihn fangen. Okay, Rüstung und so ein Blödsinn ihm besorgen. Ja, natürlich. Da ist ein Portal mit Waypoints. Holen wir noch einen einzigen Fisch raus. Ich glaube, hier kann man stundenlang hocken. Hey, nichts? Okay. Ich will einen einzigen Fisch noch. Geht doch. Tunnel Sharks, okay. Sonst gibt es hier irgendwie nichts mehr. So Verzauberer und das ganze andere Gedöns, das findet man angeblich in Dungeons. Beziehungsweise man kriegt das auch... Ah, hier haben wir eine Truhe. Beziehungsweise man findet das dann auch noch so in der Stadt dann ein Verzauberer. Der soll aber nicht so stark sein. Das können wir uns dann irgendwann mal angucken. Okay. 3 bis 4 und wir sind ja Level 3. So, nochmal gucken. Okay, einfach nur der Straße folgen. Bretter.
ein HP-Trank. Immer nützlich. Und mal schauen. Oh! Die bewegen sich hier noch weiter. Lustig. Leichte Hosen. Light Pants. Ich komme vor wie ein Werwolf. Ich hätte doch wahrscheinlich den Wolf nehmen sollen, das Pet. Aber ich dachte mir, Panther sieht cool aus. Und vor allem habe ich nichts davon in der Beta gesehen. Die Videos, die ich bis jetzt mir so angeguckt habe. Da gab es keine Anzeichen für irgendwelche Panther. Ich glaube, es gab drei ganze Petskins. Und zwar war das der Wolf. Ich glaube, der Wolf. Und, wir bewegen uns auch schneller in Rage. Was würde ich sagen, genau. Wir hatten den Hund, wir hatten die Katze und wir hatten das Frettchen. Frettchen sind witzig. Die Truhe ist verschlossen. Das heißt, wir müssen einen Schlüssel finden. Komm, du Archer. Was haben wir noch gefunden? Okay, dasselbe, das tragen wir schon. 6. 25. Skills. Ein Passiv-Skill können wir auch nehmen. Ah, okay. Bei jedem Crit würden wir uns heilen. Das ist ein interessantes Passiv. Hier kriegen wir plus 2% physischen Schaden und plus 6% Eisschaden. Und hier hätten wir... Okay, die Länge wird erhöht vom Frenzy. Das ist auch interessant. Passiv-aktiv. Wie lange sind wir eigentlich, Frenzy? 6 Sekunden. Und das sind nochmal 6,5 Sekunden, wow. Okay, das nehmen wir dann mal. Und dann um 0,5 Sekunden wahrscheinlich pro Rang mehr. Damit können wir leben. Das heißt, es müssten jetzt... Ja, plus 500. Okay. Sehr schön. Oh, okay, so ein Boss-like Typ. Viele Heiltränke und das. Bastarde. Ich kann keinen Heiltrank nehmen. Wobei, ich nehme mal einen, damit man sieht. 8 Sekunden lang wirkt er quasi recht stark. Man kann wirklich Pots schlucken wie ein Wilder, wenn man unbedingt will und es unbedingt braucht. Da wäre eine Quest. Können wir da schon hin? Sollen wir da eigentlich schon hin? Ich glaube, ja. Blöde Hindernisse. So, was haben wir denn noch? Heavy Sword. Sollen wir gucken, was wir eigentlich alles geplündert haben. Mal zuerst hier mal alles killen, damit wir dann unsere Ruhe haben. Denn das wollen wir. Ruhe. Und Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Okay, wir sind Level 5 schon. Interessant. Das sind zwei Händer. Huhu. Stand Level... Okay. Ich dachte, das stand Level 5. Was haben wir hier? Hier haben wir dann eine Rüstung mehr, Vitalität, physische Rüstung. Boah, wieso nicht? Das sieht auch lustig aus. Mehr Rüstung. Aber keine... Also weniger HP. Das Ding ist eigentlich besser. Auch wenn es im momentanen Zustand eigentlich schlechter ist. Aber auch nur teilweise.
Schauen, das kann das Pad dann nehmen.